Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Falls du neu hier bist, jeden Montag und Donnerstag sitze ich hier, erzähle von einem wahren Verbrechen und mache dabei mein Make-up, um mich von diesen Fällen etwas zu distanzieren. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gerne meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Das, was ich an Make-up verwende, findest du unten in der Videobeschreibung oder in Bildform auf meinem Instagram-Account. Und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dank an meine Kanalmitglieder. Vielen Dank für euren Support, ich freue mich wirklich sehr darüber. Und den heutigen Fall haben sich ein paar von euch gewünscht, unter anderem im Livestream, in den Kommentaren von Schwester Dominik oder auch privat von Vera. Heute geht es um das Höxter Horrorhaus aus Good Old Germany oder aus Evil Old Germany. Und dazu gibt es auch eine Warnung. Es geht um Entführung, Folter, Qualen, häusliche Gewalt und die Tathergänge werden grafisch beschrieben. Ein paar Folterungsmethoden werde ich auslassen, weil auch so ganz gut klar wird, was diese Frauen durchgestanden haben. Okay, und ich würde sagen, wir springen jetzt mal in diesen Fall. Wilfried W. wurde 1970 in Bochum geboren. Er hatte eine Schwester und besuchte eine Sonderschule, weil er eine Lese- und Rechtschreibschwäche hatte. Er soll ein IQ von ungefähr 59 haben, was sehr unterdurchschnittlich ist. Er selbst sagte aus, dass sein Vater Alkoholiker war und ihn, seine Schwester und Mutter schlug, besonders wenn er gesoffen hatte. In der Schule wurde er von anderen Kindern gehänselt, weil er zu seiner Schwäche auch noch lispelte. Ich verstehe nicht, warum man seinen Kindern nicht beibringt, sich über sowas nicht lustig zu machen. Nach der Trennung der Eltern zogen dann alle gemeinsam zu den neuen Lebensgefährten der Mutter. Dieser war Landwirt und lebte auf einem Hof, auf dem halt immer irgendwas zu tun war. Zuerst lief da auch alles richtig gut und alle drei konnten endlich wieder aufatmen. Die Mutter konnte nun auch sonntags entspannt zur Arbeit ins Krankenhaus fahren, ohne sich Gedanken zu machen. Doch während seine Mutter arbeiten war, verging sich der neue Lebensgefährte seiner Mutter an ihm und an seiner Schwester. Davon bekam die Mutter wohl erstmal überhaupt nichts mit. Wilfried machte dann eine Ausbildung zum Hundeführer, die er aber abbrach, weil er auf dem Hof helfen musste. Später machte er dann noch eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. 1991 lernte er dann eine Frau kennen namens Michaela und mit der führte er eine mehr oder minder offene Beziehung. 1994 lernte er dann eine andere Frau kennen aus Bielefeld, die er dann auch sehr schnell heiratete. Doch die Beziehung zu Michaela lief parallel und sie zog sogar bei dem Ehepaar mit ein. Der Hintergrund dazu war aber, dass Michaela Wilfried half, seine Ehefrau zu quälen. Seine Frau wurde von ihm mit Boxhandschuhen geschlagen und mit dem Föhn gequält. Aber zum Glück fiel das auf. Am 21. September 1994 konnte ihre Familie sie aus diesem Haus befreien. Wilfried wurde angezeigt und verhaftet. 1995 wurde er dann für gefährliche Körperverletzung zu knapp 3 Jahren Haft verurteilt. Michaela wurde für die Beihilfe angeklagt, bekam aber nur 1 Jahr auf Bewährung. 1994 bekam Wilfried ein Kind. Ich vermute, dass er Michaela geschwängert hatte, aber das ist alles irgendwie unter den Tisch gefallen. Zu dem Kind hatte er keinen Kontakt. Nach seiner Haftstrafe arbeitete Wilfried dann als Hausmeister bei der Bahn. Und 1999 lernte er dann Angelika B. kennen. Angelika wurde am 21. Januar 1970 in Herford geboren. Sie wuchs auf einem Bauernhof auf, wo sehr, sehr viel zu tun war und sie musste schon sehr früh mit anpacken. Sie gönnte sich nicht viel, aber sie war ziemlich glücklich. Sie hatte schon eine sehr glückliche Kindheit und sie erfreute sich auch sehr an den Tieren auf dem Hof. Eine richtige Freundin hatte sie nie. Sie hatte aber auch nicht wirklich viel Zeit dafür. Sie ging auf die Realschule und hatte ein IQ von ungefähr 120, was etwas überdurchschnittlich ist. Danach machte sie praktischerweise eine Gärtnerausbildung und schloss diese auch erfolgreich ab. Das meiste von ihrem Gehalt sparte sie. Nur für das Nötigste gab sie Geld aus, der Rest, der wurde zur Seite gelegt. Einen Freund hatte sie bis dahin aber auch noch nicht gehabt. Als ihr geliebter Vater dann starb, drängte ihre Mutter sie mehr oder minder dazu, sich einen Kerl zu suchen. Einen Kerl, der auf dem Hof mit anpacken konnte. Und die Mutter gab für sie eine Kontaktanzeige in der Zeitung auf. So lernte sie dann Wilfried kennen. Wilfried war zu diesem Zeitpunkt ziemlich verschuldet und Angelika hat ihr meistes Geld gespart. Es hieß, dass sie 160.000 D-Mark gehabt hat. Ying und Yang. Angelika sagte, es war Liebe auf den ersten Blick.
Vielleicht leuchteten Wilfrieds Augen nur wegen dem Geld. Nach nur circa 8 Wochen heirateten die beiden. Und kurz nach der Hochzeit folgte dann das gemeinsame Kind. 4 Jahre später, also 2003, zogen sie zusammen nach Schlangen im Kreis Lippe. Wann das Kind der beiden aus ihrer Obhut genommen wurde und wie das genau dazu kam, das kann ich euch leider nicht sagen, aber das Kind war wohl nicht lange bei ihm. Kurz nach der Ehe fingen dann die Gewalttaten von Wilfried gegen Angelika an. Er schlug, beleidigte, würgte und drängte sie bis zur Besinnungslosigkeit. Und wenn sie ihn störte, kettete er sie einfach irgendwo an. Irgendwann nach ihrem Umzug erzählte Wilfried Angelika, dass er sie nicht mehr so attraktiv findet. Er würde sie nicht mehr so anziehend finden. Trennen wollte er sich nicht wirklich von ihr, aber so das Richtige war sie halt für ihn auch nicht. Dann habe Wilfried von ihr verlangt, die Haustiere loszuwerden. Angelika entschied sich dazu, den Hund zu erschießen und die Katze in den Trockner zu stecken. Also Wilfried wollte zwar, dass sie die Tiere los wird, aber wie? Das wäre ganz allein ihr Problem gewesen. Sie kam auf diese Idee, so die Tiere loszuwerden. Und nur nochmal zu dieser Stelle angemerkt, Angelika ist die Schlauere von den beiden. Und im Jahr 2008, 2009 lernte Wilfried Toni L. kennen. Die beiden verliebten sich ineinander. Wilfried erzählte ihr, dass er mit seiner Schwester zusammen in einer WG leben würde. Seine Schwester Angelika, die eigentlich seine Ehefrau ist. Aber so wunderte sich Toni halt auch nicht über ihre Anwesenheit. Toni wurde dann von Wilfried und Angelika in ihrer eigenen Wohnung gefangen gehalten, terrorisiert und geschlagen. Von ihrer Familie wurde sie komplett isoliert. Außer Wilfried und Angelika brauchten Geld. Dann wurde Toni entweder zu ihren Eltern oder Großeltern geschickt, um Geld zu besorgen. Die beiden nahmen Toni sogar ihren Führerschein weg und redeten ihr ein, dass sie jetzt unter Epilepsie leiden würde. Das ist viel zu gefährlich, in deinem Zustand Auto zu fahren. Hier, nimm diese Medikamente. Toni ist alles andere als eine ungebildete Frau. Doch gefangen in dieser gewalttätigen, manipulativen Beziehung, Konstellation, hat sie sich eher kraftlos ergeben. Und so nahm sie Tabletten, von denen sie wahrscheinlich bis heute nicht mal weiß, was es eigentlich für Tabletten waren. Es dauerte 9 Monate, bis Tonis Brüder sie aus ihrer eigenen Wohnung befreien konnten. Zur Polizei ist sie nicht gegangen. Wer hätte ihr geglaubt? Was hätte sie erzählen sollen? Sie wollte eigentlich nur vergessen und das irgendwie einigermaßen heil überstehen. Anfang 2011 zogen sie dann nach Höxter, Bossehorn. Und Angelika hatte während der Zeit mit Toni gemerkt, wenn er jemand anderen hat, den er schlägt, dann schlägt er mich nicht. Und das hatte ihr ein bisschen zu sehr gefallen. Und Angelika versuchte nun, die Kupplerin für Wilfried zu spielen und suchte ihm neue Frauen, um sich halt zu schützen, um nicht geschlagen zu werden. Sie gab dann eine Partneranzeige im Internet auf für Wilfried und gab sich dort als seine Schwester aus. Und falls ihr mal sehen wollt, das ist die Anzeige und bei Lesen, wer schreibt bei Lesen Kochbücher rein? Da kannst du ja auch gleich WhatsApp-Nachrichten reinschreiben, oder? Weiß ich nicht. Okay, Angelika wollte die Kupplerin spielen und gab sich als seine Schwester aus. Auf die Anzeige meldeten sich viele Frauen, unter anderem auch eine 51-jährige Berlinerin im August 2011. Sie wurde gefangen gehalten, geschlagen, gequält und gefoltert. Sie wurde so lange terrorisiert, bis sie gar nicht mehr wusste, wo ihr der Kopf steht. Im Februar, März 2012, also die 51-jährige Frau wurde schon seit August 2011 gefangen gehalten. Und im Februar, März fuhren sie dann gemeinsam mit ihr zur Polizei. Sie sollten da dokumentieren oder unterschreiben, dass diese Frau freiwillig bei diesem Pärchen bei ihnen lebt. Was total strange und verdächtig klingt, mit dem Opfer dahin zu fahren und zu sagen, hier, wir möchten gerne dokumentieren, dass diese Frau freiwillig bei uns ist. Nun, so verdächtig fand die Polizei das wohl nicht und sie sagten nur, sowas machen wir nicht und ließ alle gehen. Aber im März 2012 konnte sich die Frau dann von alleine befreien. Sie fuhr nach Hause und blickte nicht mehr zurück. Kurz danach, noch immer im Jahr 2012, meldete sich dann eine weitere Frau bei ihm über diese Kontaktanzeigen. Der Name wurde geändert, also lasse ich das Opfer einfach mal namenlos. Diese Frau meldete sich auf einer der Kontaktanzeigen, die Wilfried und Angelika gestellt hatten, und die beiden holten sie dann von zu Hause ab. Diese Frau hatte 4 Kinder und sie wollte einfach nur einen netten Mann kennenlernen, aber nett war da überhaupt nichts. Kaum hatte sie das Haus betreten, merkte sie, hier stimmt irgendwas nicht.
Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Es roch modrig und irgendwie war auch alles sehr, sehr schäbig. Instinktiv fühlte sie sich in diese Rolle hinein, denn sie hatte nur ein Ziel. Ganz egal, was passiert. Sie wollte überleben und zu ihren Kindern zurückkehren. Sie fragte nach einem eigenen Bett und eigenem Zimmer, aber das bekam sie nicht. Sie musste neben Wilfried auf der Couch schlafen. Und Wilfried versuchte natürlich in der Nacht, sich anzunähern, sie zu begrapschen, aber sie konnte alle Annäherungsversuche abblocken. Und so hatte sie diese erste Nacht einigermaßen gut überstanden, aber frei war sie noch lange nicht. In der zweiten Nacht ließ sie den sexuellen Übergriff über sich ergehen, versuchte aber dennoch, so viel wie möglich abzublocken. Angelika hatte das alles mitbekommen und ihr natürlich nicht geholfen. Am nächsten Morgen beschimpfte man sie als Niete im Bett, weil sie nicht auf alle von Wilfrieds Wünschen eingegangen war. Wie gestört. Jemand wird missbraucht und danach noch verspottet. Aber ich glaube, ihr war das zu diesem Zeitpunkt völlig egal. Denn sie wollte diesen Scheiß nur überleben und irgendwie da rauskommen. Und diese Frau mit den 4 Kindern ist wirklich smart. Wirklich ein smarter Cookie. Sie sagte zu Angelika und Wilfried, dass sie sie finanziell unterstützen wollte. Dazu müsste sie allerdings nach Hause, um ein paar Bankunterlagen zu holen. Wahrscheinlich hatte sie sich in dem Haus umgeguckt und gedacht, oh shit. Oh shit. Die haben keine Kohle. Die können sich überhaupt nichts leisten. Die brauchen ganz dringend Geld. Und das ist mein Fahrschein. Die beiden fuhren sie zu ihrer Wohnung. Sie stieg aus, drehte sich nicht mehr um und verbarrikadierte sich in ihren sicheren 4 Wänden. Und so hat sie es ganz alleine aus diesem Horrorhaus herausgeschafft. Mit Traumata und Ängsten, aber sie lebte und sie war bei ihren 4 Kindern. Angelika und Wilfried ließen sich im Jahr 2013 scheiden, blieben aber zusammen wohnen. Schon bald meldete sich dann Annika auf die Kontaktanzeige. Und sie war total begeistert von Wilfried. Kurz nach dem Kennenlernen zog sie schon bei ihm ein und kurz darauf heiratete sie Wilfried. Bei Annika war es nicht besser. Auch sie wurde geschlagen und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Annika musste nachts meistens nochmal aufs Klo. Aber Wilfried wollte nicht gestört werden und wenn jemand aufs Klo geht, würde ihn das wecken. Angelika sollte dafür sorgen, dass er von Annika nicht gestört wird. Und so kettete sie Annika an die Heizung, damit sie halt nicht nachts auf Klo gehen konnte. Doch wenn du musst, dann musst du. Und so passierte es, dass sie sich halt auch einpullerte. Doch das wollte Wilfried auch nicht. Also steckte man sie in den Keller, in die Badewanne, fesselte ihr Arme und Beine zusammen und ließ sie dort liegen. Natürlich war Annika völlig fertig und sie begriff gar nicht, was da eigentlich vor sich geht, wo sie da überhaupt reingeschlittert war. Sie nahm immer mehr ab und sie wurde immer schwächer. Und dann knallten bei Angelika die nächsten Sicherungen durch. Während Annika gefesselt in der Wanne lag, drehte Angelika einfach das Wasser auf. Sie wollte sie eiskalt ertränken. Wilfried bemerkte das, kam dazu, stellte das Wasser ab und zog dann den Stöpsel. Er verhinderte, dass Angelika Annika ertränkte. Anfang August 2014 schaffte es Annika, sich dann irgendwie zu befreien. Sie war splitterfasernackt, schaffte es aber irgendwie aus diesem Horrorhaus. Doch weil sie so geschwächt war, brach sie in der Einfahrt zusammen. Wilfried und Angelika bekamen das leider mit. Angelika ging zu Annika und half ihr hoch, nur um ihr dann die helfende Hand zu entreißen und so dafür zu sorgen, dass Annika umfiel. Und sie fiel mit voller Wucht mit ihrem Hinterkopf auf den Boden. Die beiden zerrten sie dann wieder in den Keller und steckten sie wieder in die Badewanne. Dort verstarb Annika nach insgesamt 14 Monaten der Folter und Tortur. Und jetzt hatten die beiden wirklich ein Problem. Wie sollen sie den Körper entsorgen? Angelika übernahm diese Aufgabe. Sie schnappte sich die Kreissäge und fing an, Annikas Körper zu zerteilen. Die Körperteile legte sie dann in die Gefriertruhe. Sie wollte sie im Ofen verbrennen, aber es war Hochsommer und niemand benutzt im Hochsommer den Ofen, das wäre ja viel zu auffällig. Die direkte Nachbarin bekam die stumpfe, schreiende Säge mit, dachte sich dabei aber nichts Schlimmes. Angelika zerteilte Annikas Körper immer kleiner und immer weiter und im Herbst, Winter verbrannte sie sie dann im eigenen Ofen. Die Asche verteilten sie dann aus dem Auto heraus auf der Landstraße. Beim Einwohnermeldeamt gab Wilfried an, weil er war ja mit Annika eigentlich verheiratet. Da gab er an, dass Annika nach Amsterdam ausgewandert wäre. Und dann brauchten sie eine neue Frau, jemanden, der Angelika davor bewahrte, gefoltert zu werden. Sie suchten sich ein neues Opfer.
Sie gab für Wilfried immer weitere Kontaktanzeigen auf. Insgesamt ca. 3000 Stück in 6 verschiedenen Ländern. Auf die Anzeige in der Lokalzeitung meldete sich dann Susanne F. Auch Susanne war total begeistert von Wilfried. Er trank nicht, er rauchte nicht, er lebte mit seiner Schwester zusammen in einer WG. Er schien sehr familienverbunden zu sein und Tiere gab es auch noch. Das fand Susanne ganz toll. Der richtige Mann mit den richtigen Werten. Jemand, mit dem man sehr gut alt werden konnte. Aber kaum war Susanne in diesem Haus, ging der Horror auch für sie los. Angelika schubste sie, versenkte ihr die Haare, rasierte ihr den Schädel, ließ sie schwere Säcke die Treppe hoch, also die Kellertreppe hoch und runter schleppen, ohne Sinn und Verstand. Und auch Wilfried misshandelt sie natürlich. Susannes Zustand wird rapide immer schlimmer. Nach nur 3 Monaten hatten sie sie an den Rand getrieben. So schlimm, dass sie wussten, dass Susanne sterben wird. Sie wollten sie allerdings in ihre eigene Wohnung fahren, damit sie dort sterben könnte und es nicht auf die beiden zurückfallen würde. Doch auf dem Weg zu Susannes Wohnung hatten sie eine Autopanne, ich glaube einen Motorschaden, und sie konnten nicht weiterfahren. Sie überlegten erst noch ein Taxi zu rufen, um Susanne da reinzusetzen, und der Taxifahrer hätte sie dann wahrscheinlich in ihre Wohnung gebracht, entschieden sich dann aber doch dafür, einen Krankenwagen zu rufen. Nach nur 2 Stunden im Krankenhaus verstirbt Susanne an den Folgen von den Folterungen und Qualen, die sie durch Wilfried und Angelika erleiden musste. Der Arzt in der Notaufnahme erkennt Gott sei Dank, dass Susanne gequält und gefoltert wurde. Ihr Körper war so erschöpft und geschunden. Er informierte die Polizei. 5 Tage nach Susannes Tod, am 27. April 2016, fuhr die Polizei zum Höxter Horrorhaus, um Angelika und Wilfried zu verhaften. Am 28. April, also am nächsten Tag, wurde gegen beide ein Haftbefehl erlassen wegen Totschlags. Natürlich durchsuchte die Polizei das Haus und dort fanden sie gefälschte Abschiedsbriefe der Opfer und andere Dokumente, auf denen verschiedene Frauen unterschrieben hätten, dass sie sich ihre Verletzung selbst beigebracht haben. Und sie fanden noch einiges, was auf noch mehr Horror in diesem Haus hindeutete. Angelika schrieb in Untersuchungshaft eine Liste mit 7 Frauennamen. 7 Frauen, die sie in dieser Zeit gefangen gehalten hatten. Nicht alle hatten sie gequält, manche haben sie nur finanziell ausgenommen. In dem Haus fand die Polizei auch Spuren von Annika und konnte so nachweisen, dass die beiden Annika auch umgebracht hatten. Die Bielefelder Polizei meldete sich dann Anfang Mai bei der 51-jährigen Berlinerin, um sie zu befragen. Auch andere Opfer von Angelika und Wilfried konnten ausfindig gemacht werden und die meisten von ihnen sagten auch gegen beide aus. Am 21. September 2016 wurde dann gegen beide eine Anklage erhoben wegen Mord durch Unterlassung. Am 26. Oktober 2016 fing dann die Hauptverhandlung an. Toni, die von ihren Brüdern aus der Wohnung gerettet werden konnte, und wahrscheinlich wurde auch ihr Name geändert und ich habe es jetzt erst gemerkt. Jedenfalls kam Toni mit ihrem Ehemann zur Verhandlung. Dieser sollte aber vor dem Gerichtssaal warten, weil sie nicht wollte, dass er mitbekommt, was ihr damals zugestoßen war. Das finde ich unglaublich traurig. Diese Frau hat nichts falsch gemacht und sie schämt sich heute noch dafür, was man ihr angetan hat. Angelika sagte komplett aus. Sie belastete sich, aber auch Wilfried. Zunächst schwieg Wilfried, doch ich glaube, irgendwann wurde es ihm zu bunt und er beschloss denn doch auszusagen. Die beiden waren sehr gut darin, sich gegenseitig zu belasten, wobei immerhin Angelika sich ja auch selbst sehr stark belastet hat. Wilfrieds Mutter ist der Überzeugung, dass er lediglich immer die falschen Frauen kennengelernt hat. Angelika sei die Böse in dieser Beziehung gewesen, sie hätte ihn zu allen getrieben. Nun, Wilfried hat aber auch damals schon mit Michaela, seine erste Ehefrau, gequält und gefoltert. Und da gab es Angelika in seinem Leben noch gar nicht. Angelika sagte, dass sie ihm hörig gewesen wäre, er hätte sie manipuliert. Und dann sagte sie mit einer eiskalten Ruhe vor Gericht aus, was sowohl die Strafverteidigung, die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht selber sehr schockiert hat. Dann habe ich sie mit der Kettensäge zerteilt und ich hatte echt Probleme damit, den Kopf abzubekommen. Könnte ich vielleicht noch einen Schluck Wasser bekommen? Die Frau ist, wow, eiskalt und echt gefährlich. Insgesamt sagten 48 Zeugen und 7 Gutachter aus. Im November 2017 sagte dann der Gutachter von Wilfried aus, Wilfried hätte eine Teilschuld gestanden und sei schuldfähig. Also ihm ist bewusst, dass das, was er getan hat,
nicht okay war. Dieser Gutachter hatte sich allerdings in Widersprüche verstrickt und war zu zwei Terminen, die er im Gefängnis mit Wilfried hätte führen müssen, nicht aufgetaucht. Er wurde also von seiner Aufgabe entbunden und die Gutachterin von Angelika musste nun auch Wilfried begutachten. Zu Angelika. Sie hätte autistische und psychopathische Tendenzen. Sie würde Sex als Machtinstrument benutzen und habe kein Mitleid mit Menschen oder auch Opfern. Sie sei zwar sehr intelligent, dafür aber auch sehr herrsch- und machtsüchtig. Wilfried sei laut der Gutachterin schwachsinnig und nur vermindert schuldfähig. Er sehe die Welt wie ein Grundschulkind und wäre eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach der großen Liebe. Was das bedeutet, ist ihm aber auch nicht wirklich so klar. Mit Schuld und Verantwortung kann er nicht wirklich umgehen. Er kann das noch nicht mal so richtig einkategorisieren. Die beiden zusammen waren die perfekte Grundlage für die perfiden Taten, die sie begangen haben. Sie suchten sich labile Frauen, die sie leicht kontrollieren konnten, meldeten sich zu starke oder selbstbewusste Frauen, kappten sie sofort den Kontakt. Am 5. Oktober 2018 wurde Angelika zu 13 Jahren Haft und Wilfried nur zu 11 Jahren Haft verurteilt. Wilfried musste in eine psychiatrische Klinik in den Maßregelvollzug. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger, die Eltern von Susanne und Annika, forderten eigentlich eine lebenslange Haftstrafe für beide. Davon waren sie nun sehr, sehr weit entfernt. Das Gericht hörte nun mal auf die Gutachterin, die sagte, dass Wilfried nur eingeschränkt schuldfähig sei. Und da Angelika aussagte und kooperierte, sah man bei ihr auch von der lebenslangen Haftstrafe ab. Immerhin hatte sie maßgeblich zur Aufklärung der ganzen Taten beigetragen. Dass beide, sowohl Wilfried als auch Angelika, hochgefährlich sind, ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Doch Angelika könnte schon im Jahr 2025 entlassen werden. Im September 2020 wurde Wilfried aus der psychiatrischen Klinik in den normalen Strafvollzug überstellt. Ein Gutachter aus der Psychiatrie sagte nämlich, dass Wilfried gar nicht so minderbegabt ist, wie er versuchte, den anderen Leuten wohl weiszumachen. Wenn er jetzt, so wie er ist, in dem normalen Vollzug bleibt, könnte er im Jahr 2022 entlassen werden. Anfang 2021 rollte die Staatsanwaltschaft den Fall gegen Wilfried nochmal auf. Sie wollen feststellen, ob man ihm die Schwere der Schuld nachweisen kann. Dann würde er nach der Haftzeit in Sicherheitsverwahrung bleiben. Ich finde, das ist eine ganz gruselige Vorstellung, dass diese beiden bald schon wieder auf freiem Fuß sein könnten. Ich hoffe sehr, dass bei ihm die Schwere der Schuld nachgewiesen werden kann, damit er halt nicht schon sehr, sehr bald auf die Menschheit erneut losgelassen wird. Das Haus wurde nach ihrer Verhaftung vom Besitzer verkauft. Ein neuer Mieter baute dort Gras im großen Stil an, flog aber auf. Und weil dieses Horrorhaus niemand haben wollte, ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich wüsste die Vorgeschichte, dann würde ich da halt auch nicht einziehen. Und anhand der Bilder sieht es jetzt auch nicht so einladend aus. Naja, auf jeden Fall wollte es wohl keiner mehr kaufen und es wurde dann an die Stadt Nordrhein-Westfalen übergeben. Die Stadt hat das Haus erstmal abgeschirmt und falls es nicht verkauft werden kann, soll es abgerissen werden. Die Anwohner sind von den schaulustigen Touristen natürlich, verständlicherweise, total genervt. Ständig pilgern da hunderte von Leuten hin und wollen Bilder von diesem Horrorhaus machen. Sie haben überlegt, ob sie sich zusammenschließen und privat, also aus privaten Mitteln, dieses Haus kaufen und abreißen, damit sie endlich wieder in Ruhe leben können. Und was nehmen wir aus diesem Fall heute mit? Ich glaube, ich habe euch schon oft davor gewarnt, nicht zu Fremden mit nach Hause zu gehen. Und schon gar nicht, wenn niemand weiß, wo ihr steckt. Aber falls ihr doch mal denkt, ach komm, der ist cute oder die ist cute, da gehe ich mit, da wird mir schon nichts passieren, sagt Leuten Bescheid. Sag Bescheid, wo du bist und bei wem du bist. Und benutzt immer, ganz egal wann, benutzt einfach den Live-Standort von WhatsApp. Und ihr könnt ja trotzdem erzählen, oh, mein Freund, meine Freundin, mein Kumpel, meine Kumpeline, wie auch immer, ist hyperparanoid. Ich musste ihr tatsächlich deine Adresse geben. Ich hoffe, es ist okay für dich. Aber sonst hat er sie nicht Ruhe gegeben. Und das sollte für jeden, der nichts Schräges im Sinn hat, völlig okay sein. Ich meine, es gibt so viele gestörte Leute auf dieser Welt. Und wir müssen einfach auf uns und auf unsere Liebsten aufpassen. Ich finde, die Mutter von den vier Kindern hat das wirklich ausgezeichnet gemacht. Sie hat gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und dann erkannt, womit sie sich selber aus dem Dreck ziehen kann.
mit dem Geld. Natürlich hätte es auch viel schlimmer ausgehen können. Dass viele der Frauen es nicht aus eigener Kraft geschafft haben, sich da rauszuziehen, das kann einem wirklich das Herz brechen. Es ist immer so traurig mit anzusehen, wie Menschen, die einfach nur auf der Suche nach Liebe oder Geborgenheit von anderen ausgenutzt und manipuliert werden. Systematisch. Das ist alles so pervers. Und ich möchte gar nicht, dass wir überhaupt darüber sprechen, warum einzelne Frauen nicht die Polizei informiert haben. Ich meine, zum Beispiel die 51-jährige Berlinerin, die stand ja schon auf der Wache. Sie hätte, wenn sie die Kraft dazu gehabt hätte, gewusst hätte, was sie bitteschön sagen soll, dann hätte sie es dann sagen können. Aber die Kraft hatte sie nicht. Und deshalb möchte ich jetzt hier gar nicht sagen, oh, hätten die Frauen schon vorher etwas gesagt oder danach die Polizei informiert, wäre vieles nicht passiert. Das mag sein, aber wenn man nicht in dieser Situation ist, sollte man halt auch nicht darüber urteilen. Vielleicht hätte was verhindert werden können, aber wie motiviert bist du, wenn du mit deinen Tätern bei der Polizei stehst und dir nicht geholfen wird, obwohl du offensichtlich gefoltert wirst und die ein schriftliches Dokument von der Polizei haben wollen, dass das in Ordnung ist. Übersetzt, es ist in Ordnung, diese Frau ist freiwillig bei uns, sie wird zwar gefoltert, aber es ist okay. Machen Sie mal Ihren Polizeistempel drunter. Ich glaube, da fehlt dann auch die Motivation. Also ich würde halt gerne darauf verzichten, dass wir darüber diskutieren und den Opfern die Schuld geben, weil sie nicht zur Polizei gegangen sind. Ja, okay, gut, dankeschön. Was ich aber im Grunde sagen möchte ist, passt auf euch auf, aber verliert nicht die Hoffnung. Denn da draußen gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen, über die wir hier leider nur sehr, sehr selten reden, weil es der falsche Kanal dafür ist. Aber es gibt nicht nur schlechte Menschen, es gibt fabelhafte Menschen. Ihr seid fabelhafte Menschen, ihr seid so toll, ihr seid so lieb und einfühlsam. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Ja, es gibt furchtbare Menschen auf dieser Welt, furchtbare, furchtbare, perverse Arschlöcher. Aber es gibt auch ganz viele, ganz, ganz tolle Goldstücke, für die es wert ist, dass man auch um sie kämpft. Ich bin gespannt zu lesen, was du von diesem Fall hältst und besonders über das Urteil. 2 gefolterte, tote Frauen und mindestens 5 weitere Opfer, die immerhin mit ihrem Leben davongekommen sind. Teilweise gefoltert, teilweise finanziell ruiniert. Na gut, das ist der Look. Erdbeerschokolade. Um jetzt mal ganz schnell das Thema zu wechseln, weil das macht mich immer ein bisschen fertig. Ich wollte ein Tages-Make-up mit ein bisschen Schimmer, um es ein bisschen aufzupeppen, aber so, dass es halt wirklich jeder eigentlich im Alltag tragen kann. Und habe mich da halt für rosa und braun entschieden. Mattenbraun und Schimmerrosa. Und für mich ist das so ein bisschen Erdbeerschoko. Ich finde den Look sehr schön und ich finde, den kann man jeden Tag tragen. Na gut, ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. Pass bitte gut auf dich und deine Lieben auf. Triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Montag wünsche ich dir was. Ich bin eine Erdbeerschokolade. Ich hätte jetzt echt gern Erdbeer-Schokomilchshake.